Hallo meine Lieben, muss nochmal das Video nochmal neu machen. Der Ton und das Bild waren nicht synchron. Und es hört sich schlimm an. Ich weiß nicht, was es war, warum es auf einmal kaputt ging hier. Oder was los war. Auf jeden Fall muss ich das Video nochmal machen. Das mache ich nicht so gern. Aber weil ich mir meistens vom Heiligen Geist leiten lasse. Und wenn ich dann das wiederholen muss, dann muss ich überlegen, was habe ich jetzt schon mal gesagt und was habe ich nicht gesagt. Aber ist vielleicht gut so, ja, weil der Heilige Geist weiß schon hoffentlich, was er tut. Mein Video heute heißt die Rückkehr des ewigen Königs. Und ich rede ja so oft darüber, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und jeder, ich glaube schon, dass die meisten sich halt freuen, auf die Rückkehr des Königs. Ich habe ja ein zweites Buch angefangen, leider nur auf Englisch, aber das ist eben ein Buch, da habe ich jetzt wieder dran gearbeitet gestern. Und es handelt sich halt über diesen König, den Messias, ja, und der Plan, den Gott hatte mit diesem Messias von Anfang an der Welt. Nicht nur mit diesem Messias, sondern auch natürlich mit seiner Braut. Weil die Braut ist ja ganz wichtig. Der König ist ja nicht alleine, sondern er hat ja auch eine Königin. Und diese Königin ist natürlich die Braut. Aber ich muss jetzt mal anhalten, weil meine Tür noch offen ist. In den Garten raus. Und da muss ich jetzt anhalten. Ja, es wird wieder kühler. Heute war ein ganz besonderer Tag. Sehr schön warm. Und ich habe die Tür aufgemacht und habe sie aufgelassen. Es ist jetzt bei uns 5 Uhr und jetzt wird es natürlich wieder kühl. Aber ja, ich will heute über diesen König reden, diesen Messias, der von Anfang an ja vorbestimmt war. Und er wurde vorbestimmt oder er bekam eine Braut. Und diese Braut war natürlich wer? Das sind wir, die Gläubigen. Alle Gläubigen von Anfang an von der Welt. Das sind seine Braut, die Menschheit. Ja, er wollte, Gott wollte ja die ganze Menschheit als Braut. Aber als wir gesündigt haben, ja, wurde es halt natürlich weniger, da nicht alle den Bräutigam annehmen werden. Nur eine ganz kleine Gruppe nimmt diesen Bräutigam an. Eine ganz, ganz kleine Gruppe. Und wir sind die Braut. Und diese Braut holt nun dieser Heiland oder dieser Messias, dieser König ab. Wir sind ja seine Königin. Und er kommt bald, sehr bald. Darüber rede ich sehr, sehr oft. Alles ist erfüllt. Alles ist erfüllt. Wir warten nur jedes Jahr eben auf das Fest der Trompeten. Ja, darüber habe ich ja auch schon geredet, über diese Feste. Diese Feste von Gott, die ja die Hebräer feiern sollten. Auch die Juden heute noch feiern, obwohl sie keine Ahnung haben, wie sie diese Feste wirklich feiern sollen. Sie bauen sich halt auf ihre Traditionen. Nur auf ihre Traditionen. Und diese Traditionen sind halt falsch. Sie sind halt weltlich orientiert, nicht himmlisch. Diese 7 Feste von Gott, die Gott angeordnet hat, die deuten nur auf diesen Messias hin. Nur. Und seine Rückkehr. Natürlich ist er das erste Mal gekommen als Erlöser. Und da haben ihn ja schon die Juden abgelehnt als Erlöser, obwohl er eindeutig in Jesaja als Erlöser
vorgestellt wird. Ja, er wird als Löser vorgestellt. Aber die Juden, die weigern sich, ihn als Erlöser zu sehen, als Retter, als derjenige, der eben für sie sterben muss am Kreuz. Das lehnen sie total ab. Aber das ist halt auch eine also Charakter, den eben der Messias gehabt hat. Dass er der Erlöser ist. Er ist der Erlöser Israels. Die Propheten reden darüber ständig. Er ist der Erlöser Israels. Ja? Er ist der Erlöser der ganzen Welt. Und diese Feste, ja, die Juden noch heute feiern, die sollen halt zeigen die Wiederkunft von Jesus. Und sie haben das abgelehnt, weil sie ja selber ein eigenes, Vorstellung gemacht haben, wer dieser Messias ist. Diese Vorstellung hat nur, sie haben nur einen Teil übernommen von dieser Vorstellung, der ganzen Vorstellung von was Messias ist. Nur ihren Teil haben sie herausgenommen, dass er eben ein König ist für sie, ja, für die Juden, dass er für sie die Welt regiert und nicht für die ganze Menschheit. Aber dieser König ist gekommen für die ganze Menschheit. Alle Menschen. Er sollte alle Menschen erreichen. Aber die Menschen haben ihn von vornherein abgelehnt. Ja? Auch die Hebräer. Sie waren nicht was Besonderes. Gott hat sie benutzt, damit Messias durch sie kommt. Aber auch sie sind abgefallen von diesem König. Sie wollten ihren eigenen König haben, Leute. Ja, und dann haben sie eben den Saul eingesetzt und David. Aber Gott hat es nicht gewollt. Er hat gesagt, wartet auf den König, der kommt, Jesus Christus. Und sie haben ihn verpasst, das erste Mal. Ja, sie haben ihn das erste Mal verpasst. Und jetzt kommt er wieder. Und wer verpasst ihn dieses Mal? Ja? Natürlich hat er besonders halt jetzt die Heiden erreicht, weil die Juden oder die Hebräer ihn abgelehnt haben. Aber ganz egal. Auch die Juden haben jetzt noch eine Chance, ihn anzunehmen. Und es nehmen ihn erst sehr viele Juden heute an. In Israel kommen zum Glauben. Es sind nicht nur die Heiden, die wahren Christen, sondern auch Juden. Und jetzt ist die Zeit, dass wir uns vorbereiten auf diesen König. Aber viele sind halt eben, werden ja irregeführt. Sehr irregeführt. Nicht nur durch die Politik, was ich ja verstehe heutzutage. Wir gehen ja jetzt wieder in eine Dunkelheit hinein, wenn es um die Politik geht. Eine Dunkelheit, in der wir nicht mehr, in dem unsere Freiheiten weggenommen werden, die ja eh nur Illusion waren. Ja? Werden uns diese Freiheiten wieder weggenommen. Besonders halt in Deutschland, in Europa, Österreich, Europa, allgemein. Allgemein in Europa, Leute, werden uns diese Freiheiten weggenommen. In Amerika, ja, werden uns auch diese Freiheiten weggenommen, aber wir haben trotzdem noch einen Widerstand, ja, hier, dass viele Menschen sagen, nee. Da machen wir einfach nicht mit. Nicht, dass sie jetzt demonstrieren und auf die Straßen gehen oder radikal werden, sondern es ist mehr ein passives
ein passiver Widerstand. Ja? Ich nenne es passiv-aggressiv, weil es ist ein passiver Widerstand. Das heißt, es wird uns gesagt, ihr dürft euch oder ihr sollt euch nicht mit so vielen Leuten treffen an Weihnachten oder Thanksgiving und die Leute machen es trotzdem. Ja? Oder ihr müsst Masken tragen und in vielen Gegenden halt, gerade in kleineren Städten, kümmert man sich nicht drum. Es gibt trotzdem viele, die sagen, nee, trag keine Maske. Ja? Aber unsere Polizei, ja, ist halt nicht so streng wie in Deutschland oder jetzt wie in Österreich. Österreich ist ja auch ganz schlimm. Also ich höre wenig über, was in der Schweiz los ist. Das ist schon komisch. Ich weiß nicht, was in der Schweiz läuft. Leute, schreibt mir es mal. Was läuft denn in der Schweiz? Ich höre da gar nichts, ob da überhaupt demonstriert wird. Ich habe jetzt gehört, eben Österreich, ja, Frankreich sehr stark. Aber wie sieht es in der Schweiz aus? Machen die Schweizer das einfach mit oder was ist los? Es wäre immer interessant zu wissen. Aber wir wissen ja, Leute, dass ja, wir uns auf die Regierung nicht stützen können. Weil die Regierungen sind ja in den Händen von einer Elite, die wiederum sich dem Papsttum beugen. Man sieht das nicht offensichtlich, aber wenn man wirklich tiefer geht, tiefer, 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 dann sieht man das. Dass hinter der ganzen Elite, ja, dass man irgendwann mal eben auf die Jesuiten trifft oder aufs Papsttum, auf den Vatikan. Der Papst will ja heute immer noch, da ist er ja heute immer noch der Meinung, dass er von Gott eingesetzt ist, um alles zu kontrollieren. Natürlich ist sein Gott Luzifer. Ja? Nicht der wahre Gott, der Schöpfergott. Ja? Der Gott von Messias, sondern es ist ja Luzifer. Aber er denkt halt immer noch, er muss die ganze Welt in seiner Hand halten und kontrollieren. Das ist ja die Pyramide, das ist ja die Hierarchie, die besteht noch in der ganzen Welt. Ja, er kann es einfach immer noch nicht akzeptieren, ja, dass man ihn ignoriert. Und Menschen sagen ja dann, ja, aber in Deutschland, da geht ja auch niemand mehr in die Kirche. Im Gegenteil, die Leute, die verlassen die katholische Kirche, das macht doch nichts, das ist doch ganz egal. Das ist dem Papst egal, wie viele Leute die Kirche, also nicht mehr in die Kirche gehen. Ihm geht es darum, zu kontrollieren. Die Regierungen zu kontrollieren. Seine Gesetze einzuführen in die Regierungen. Ich habe jetzt gerade ein Video angeschaut, lauter in Englisch, über einen Richard Bennett. Ja, und der Jogla 66 hat da ein anderer Kanal auf YouTube, der heißt The Papacy is the Antichrist. Und da gucke ich da jetzt gerade ein englisches Video an von ihm, von diesem Jörg. Und ja, wenn ihr Englisch kennt, guckt euch das an. Aber er sagt es ganz genau, wie sich eben das Papsttum, und das ist ein Video von diesem Richard Bennett von den 70er Jahren. Ja, wie sich das Papsttum in jede Regierung eingeschlichen haben und wie das Papsttum in der ganzen Geschichte, ja, die Führer beeinflusst hat. Er hat die Führer nur benutzt für seine dreckige Arbeit. Ja, das ist der Führer dieser Welt. Und dieses Papsttum wird halt auch eben jetzt von Luzifer benutzt. Und er hat jetzt alles in der Hand wieder. Es war nur eine Illusion, die uns gegeben worden ist, dass wir Freiheit haben, Demokratie haben, bla bla bla.
damit sie alles schön reih und glied alles aufbauen konnten. Und jetzt haben sie alles aufgebaut, jetzt haben sie alles in ihrer Hand. Ja, sie haben sich überall eingeschlichen in die ganze Politik. Und jetzt können sie wieder alles übernehmen. Das heißt, diese Welt ist immer noch in den Händen von Satan. Und deswegen als Christen können wir nur warten, bis unser König kommt. Bis er sein Reich hier gründet. Zuerst natürlich wird er seine Braut holen. Ja, ich hoffe, dass ihr alle seiner Braut angehört, dass ihr Teil der Braut seid, dass ihr alle den Heiligen Geist habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst wiedergeboren sein. Das heißt, ihr müsst mit Jesus verbunden sein. Er ist nur unser Retter und unser Heiland und unser Führer. Wir können nicht anderen Menschen nachfolgen und wir können auch nicht Regierungen nachfolgen als Christen. Ja? Das ist einfach, was ich sehr stark glaube. Wir sehen, was passiert ist, wenn Menschen Führer nachfolgen hier in Amerika mit diesem Trump. Die amerikanischen Christen, viele, haben geglaubt, der Trump führt uns in, was weiß ich was, in ein, ja, heiliges Land oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung, was sie in ihm gesehen haben. Aber sie sind nachgefolgt, diesen falschen Propheten nachgefolgt, die gesagt haben, dass der Trump von Gott eingesetzt worden ist. Die haben das geglaubt. Leute, Christen, die sagen, wir sind wiedergeboren. Wiedergeborene Christen mit dem Heiligen Geist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die den Heiligen Geist haben, blindlings anderen nachfolgen. Das geht immer in, ja, kaputt. Es geht immer schief. Es geht immer schief, wenn wir Menschen nachlaufen. Auch wenn wir Pastoren nachlaufen. Ja, das geht auch schief. Normalerweise sollten wir unsere Gemeinschaften aufbauen, wie Paulus es uns gesagt hat in 1. Korinther 14. Ja, dass jeder was einzubringen hat in die Gemeinde. Dass keine Führung da ist, also keine dauerhafte Führung. Es kann schon mal jemand jetzt sag mal die Führung oder übernehmen, dass es zwar keine Führung ist, aber jeder kann mal führen innerhalb der Gemeinde. Aber nicht einer hat die totale Führung immer. Ja? Das ist nicht biblisch. Das geht zurück zur katholischen Kirche. Das ist dieser hierarchische Aufbau der Gemeinde, die wir heute noch in den meisten protestantischen Gemeinden haben. Aber das kommt von der katholischen Kirche und wir haben das noch nicht weggemacht. Und wir müssen aufwachen, weil Jesus Christus bald kommt. Und wir müssen vorbereitet sein für ihn. Wir können nicht sagen, wir folgen ihm nach, wenn wir immer noch falsche Richtlinien nachfolgen. Es geht nicht. Wir müssen neue Dinge tun. Gerade jetzt müssten wir natürlich aufwachen und sagen, hallo, was ist passiert hier? Ja, was ist passiert? Unsere Freiheit ist weg. Die Freiheit, die uns eigentlich von Gott weggeführt hat. Ja, das sage ich jetzt. Wir hatten die Freiheit zu tun, wir sind, haben uns mitziehen lassen von der Welt. Ja, uns ging's gut. Und wir wollten da mitmachen. Und jetzt ist die Freiheit weg und jetzt müssen wir uns konzentrieren, auf was müssen wir nachfolgen. Wir müssen Jesus Christus nachfolgen, nicht den Regierungen. Normalerweise müssten wir jetzt sagen, halt mal, das geht nicht. Den Regierungen können wir nicht folgen. Auch nicht irgendeiner neuen Partei.
Ja, weil die wiederum beeinflusst werden, eben von diesen Leuten, von dieser Elite, die über unseren Regierungen stehen. Und ich hoffe, dass die Leute aufwachen, dass da jemand drüber ist, das ist eine Pyramide. Und die Regierungen sind nicht oben. Und wir haben die Regierungen nicht eingestellt. Ja? Die Regierungen beugen sich. Ich habe heute gesprochen mit meinem Schwager, den Lobbyisten. Ja, Lobby. Wir sagen das genauso im Englischen. Lobby. Lobbyists. Die Lobbyisten. Das heißt, die Leute, die Geld haben oben und die, also die Regierenden, also unsere Politiker, beeinflussen mit Geld. Ja? Nicht nur mit Geld, sondern vielleicht auch, dass sie andersweitig, wie nennt man das, erpressen. Ja? Sie andersweitig erpresst sind. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall haben sie diese Leute in der Hand. Wie? Okay, weiß ich nicht. Aber diese Politiker sind in der Hand von dieser Elite, die eben das durchdrücken, was sie wollen. Pharmazeutische Firmen sind die Lobbyisten. Ja? Also sind unsere Regierung in der Hand Lobbyisten, dann kannst du weitergehen, ja? Wer ist dann darüber? Bis eben zum Papsttum. Ob es jetzt der schwarze Papst ist oder der weiße Papst. In den Händen vom Vatikan. Vatikan ist in den Händen von Luzifer und dann haben wir es wieder. Und das ändert sich nie. Ja, ich freue mich, wenn sich Leute, wenn diese Leute demonstrieren und sagen, da machen wir nicht mehr mit. Aber ich denke halt schon, dass wir nichts zu erhoffen haben von diesen Regierungen. Ja? Wir wollen halt weiterhin in Freiheit und ja, Freiheit leben. Ist doch ganz klar. Und das ist gut. Gerade die Menschen eben, und das sind ja die meisten Menschen, sind ja gar keine Christen. Irgendwie müssen sie sich ja wehren. Sie leben auf dieser Welt, denn sie haben nur diese Welt. Und sie müssen sich irgendwo schon wehren. Ja, aber wir Christen wissen, dass wir vielleicht unser Leben anders gestalten müssen, gerade jetzt in dieser Zeit. Ja, dass wir vielleicht wieder gucken, aha, was will die Bibel von uns? Wie sollen wir die Gemeinde, das heißt die Leute, die Versammlung der Gläubigen organisieren? Müssen wir weiterhin eben diese hierarchische Kirche weiterführen? Ist das wirklich, was wir brauchen jetzt? Ist das wirklich biblisch? Oder ist das etwas, das uns irregeführt haben? Ja? Jeder in der Gemeinde, es müssen kleine Gemeinden sein, es müssen kleine Gruppen sein, Zellgruppen sein, ja? Die aber alle gleichberechtigt beteiligen sich an dieser Gemeinde. Ja? In meinem englischen Video habe ich geredet von diesen organischen Gemeinden. Ich weiß es nicht, es gibt das auch in Deutsch. Frank Viola hat ein Buch herausgebracht und ich habe es jetzt gerade meiner Familie gekauft, als ich in Deutschland war. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Ich gucke es nach und bringe es dann unten an. Aber der Frank Viola, der hat eben diese organischen Gemeinden gegründet in Amerika. Leider bei mir in der Nähe gibt es keine. Sonst hätte ich mich da schon eingebracht. Aber das glaube ich halt, dass wir zurückgehen müssen zum Ursprung. Und das sind kleine Gemeinden. Die sind nicht nur Gemeinden jetzt, dass sie in die Kirche gehen. Es sind keine Kirchen, sondern Gemeinde. Das heißt, sie sind ja, eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig helfen. Die wirklich also gemeinsam Dinge unternehmen. Ja? Und da müssen wir wieder anfangen, weil nämlich dahingehend passiert alles. Wir müssen
lokal etwas tun. Wir können das nicht mehr durch die Regierungen verursachen, weil wir haben das verloren. Das wird schlimmer und schlimmer und die Menschen verlieren ihre Arbeit und es wird wirklich ganz, ganz schlimm werden. Und dann haben wir nur, wie wir uns in den kleinen Zellgruppen unterstützen können. Und vielleicht eben jede Zellgruppe ist wieder mit anderen Zellgruppen verbunden. Ja, deswegen nennt sich das organische Gemeinde. Ja, wie eine Zelle und viele, viele Körper hat ganz viele Zellen. Ja, und so ist dieser Körper auch verbunden mit in kleinen Zellen, kleinen Gemeinden. Ja, die haben viele vielleicht was gemeinsam, wie zum Beispiel eben Garten, dass jeder vielleicht Interesse hat, einen Garten zu haben und dass sie vielleicht sich eben gemeinsam so eine Gartengruppe kauft. Ja, wo dann ja Dinge angebaut werden können, wo sie sich dann unterstützen können. Ja, wenn eben zum Beispiel dieses Mahlzeichen des Tieres kommt und er muss selber irgendwie überleben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt anfangen. Wir hoffen natürlich, dass Jesus Christus wiederkommt. Wann? Vielleicht im September. Ja, während dem Zeit der Fest der Trompeten. Da kommt er ja. Und alles ist bereit, dass er kommt. Ich muss jetzt mal weil es wird etwas dunkel. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem noch seht, weil jetzt wird etwas dunkel hier. Aber ja, ihr müsst vielleicht andersweitig versuchen, wie ihr euch unterstützen könnt. Diese traditionellen Kirchen gehen halt nicht mehr. Die unterstützen einen nicht mehr gegenseitig. Ja, natürlich trefft man sich in Kleingruppen, ja, am Skype oder sonst irgendwo. Aber das ist halt auch nicht das Wirkliche, sondern wir wollen uns auch persönlich treffen und persönlich unterstützen, weil wir brauchen diese Unterstützung, wenn es schlimmer und schlimmer wird. Und ich finde halt eben entweder zusammen wandern gehen oder spazieren gehen, das finde ich halt sehr gut, dass sich kleine Gruppen eben so treffen. Oder auch eben, wenn man eben gemeinsame Gärten hat. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, dass man sich eben in so einer Gartengruppe zusammentrifft. Ja, ich fand das eine ganz tolle Idee. Ja, ich weiß, dass meine Schwester halt so einen Garten hat, in so einer Gartenlaube oder wie es auch immer heißt. Und wenn sich da eben eine Gemeinde, mehrere von der Gemeinde, so einen Gartending kaufen können und sich dort treffen, finde ich das ganz, ganz toll. Ja, das ist eine ganz tolle, tolle Idee. Ja, also das bringe ich mal. Und da gibt es ganz viele Ideen sicher noch, wie man sonst das noch machen kann, wie man sonst noch Menschen treffen kann. Aber ich glaube, wir müssen halt weggehen von diesen großen Kirchen, ja, die nur Menschen mitziehen, die wirklich nicht ernstlich gläubig sind, die nur so tun, als wenn sie wirklich Jesus nachfolgen. Wiederum, Leute, wir müssen wirklich daran denken, an die Rückkehr von unserem Heiland. Jeden Tag müssen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wir wissen ja, dass, ja, ich hoffe, dass ihr das wisst mit den Fest der Trom also den Prom Trompeten oder überhaupt die Feste von dem Herrn. Die Feste vom Herrn sind Feste, die die Juden heute noch feiern. Aber die Juden feiern diese Feste sehr weltlich. Sie haben nicht mehr den richtigen Einblick, was diese Feste sind. Und
Deswegen ist es nicht gut, wenn wir diese Juden jetzt sagen, wir feiern jetzt die Feste mit den Juden, weil sie wissen das nicht. Die Juden wissen nicht, dass die Feste sind dazu da, dass wir erkennen, wenn der Bräutigam kommt, wenn der Messias kommt. Der Messias wird diese Feste alle erfüllen. Er hat ja schon 4 von diesen Festen erfüllt. Ja? Normalerweise bräuchte man diese Feste gar nicht mehr feiern, weil diese Feste erfüllt sind. Passa, erste Frucht, ungesäuerte Brote und Pfingsten sind erfüllt. Ja? Wir leben in diesen Festen täglich, weil sie erfüllt sind. Und jetzt gucken wir halt auf das Fest der Trompeten, weil das als nächstes erfüllt wird. Manche sagen Rosh Hashanah, aber ich mag dieses Wort nicht so, weil Rosh Hashanah ist eigentlich nicht das Wort, das vom Herrn kommt, sondern dass die Juden halt, was weiß ich, gemacht haben. Das ist das Fest der Trompeten. Und an diesem Fest der Trompeten kommt der Messias wieder und holt seine Braut. Da wird er eben gekrönt als den König, der König. Ja, und da holt er seine Braut, seine Königin aus der Welt, damit er die zerstören kann, die gegen ihn sind, seine Feinde, ja, damit er seine Feinde zerstört. Und er wird wirklich, also Katastrophen benutzen, um seine Feinde zu zerstören. Besonders eben dieses System, dieses politische System, das jetzt auf der Welt herrscht. Und wir haben ein politisches System, die neue Weltordnung, ja, NATO. NATO, wer auch immer zur NATO gehört, das ist das neue Weltordnung. Und wir haben das und es wird eben, es ist halt in den Händen. Ja, vom Vatikan. Und das muss unser König zuerst zerstören. Sonst kann er sein Reich nicht aufbauen. Und er muss natürlich den Satan ja, binden, anketten, damit er die Menschen nicht mehr verführen kann. Das haben wir ja alles durchgemacht, als ich über die Offenbarung geredet habe. Wenn ihr jetzt neu seid, bitte guckt euch diese Videos an unter der Playlist. Was ist Offenbarung des Johannes oder so irgendwas? Ja, guckt euch diese Videos an, damit ihr wirklich erkennen könnt, was jetzt demnächst passiert. Das nächste ist halt eben dieses Trompetenfest, das im September passiert. Und ihr müsst vorbereitet sein auf den König, auf euren Bräutigam. Weil wenn ihr nicht bereit seid, Königin zu sein, dann werdet ihr nicht abgeholt. Ich habe ja darüber geredet in meinem letzten Video. Matthäus 25 habe ich darüber geredet in meinem letzten Video. Auf jeden Fall, vor kurzem habe ich über Matthäus 25 geredet. Ja, ich glaube nicht im letzten, aber vor kurzem. Matthäus 25 ist es ganz, ganz wichtig. Aber ich komme nun zum Ende, Leute. Diese Welt hat uns nichts zu bieten. Die hat uns nur verführt. Und es verführt uns immer noch. Nicht nur unsere Politiker, sondern auch unsere Pastoren, also unsere Führer, haben uns verführt. Ja? Weil diese Pastoren werden ja ausgebildet in Seminaren. Und schon in den Seminaren haben sich eben diese falsche Lehre eingeschlichen. Und diese Pastoren, die kommen von diesen Seminaren. Und keiner schaut sich das an, was diese Pastoren sagen und sagen, halt mal, das ist falsch, Leute. Warum? Weil wir selber uns nicht drum kümmern. Weil wir selber immer
nur Kommentare lesen und nicht selber Bibelstunde machen, die Bibel lesen. Wir müssen die Bibel selber lesen und beten, den Heiligen Geist bitten, dass er uns leitet. Ja, aber ich komme wirklich jetzt zum Ende. Ja, es ist jetzt dunkel geworden. Ich muss meine Jalousien runter machen. Das Licht ist jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt nämlich hier gerade Licht. Aber auf der Seite ist halt Schatten. Aber ich hoffe, dass ihr mich trotzdem okay sehen könnt. Weil ich könnte vielleicht gerade rübergehen. Ha, dann könnt ihr mich ganz voll sehen. Bitte. Ja, so normalerweise müsste ich so haben. Dann wäre es natürlich besser geworden. Aber ich komme jetzt zum Schluss, Leute. Ja, lasst den Heiligen Geist euch leiten. Ich habe weniger heute Bibelstunde gemacht. Aber trotzdem, ihr wisst ja ganz genau, dass ich immer nur von der Bibel rede. Und ja, schaut euch diese Video nochmal an von der Offenbarung. Und nochmal, lasst den Heiligen Geist euch leiten jeden Tag.